Hallihallo und herzlich willkommen bei LS17. Ich habe die Zeit mal wieder ein bisschen vorgespult. Ist auch, denke ich mal, nicht so ganz so schlimm. Ich bin hier hinten. Da hinten ist ja unsere Halle und so. Und ich bin hier hinten mal lang gefahren. Und da ist mir aufgefallen, hier gibt es sogar Schneespuren. Sieht man zwar nicht ganz so gut. Nicht so super. Aber wenn man gleich fährt, dann merkt man das, dass er richtig so zusammensackt. Es wackelt alles hier und da und so. Aber, guck mal, wenn man sich da ein bisschen, ne, ein bisschen guckt, dann sieht man, wie das da ein bisschen zusammengedrückt wird. Man kann auch nicht zu schnell fahren. Dann wackelt alles. Wir fahren einfach mal hier so ein bisschen rauf. Einfach so, um mal das zu gucken, wie das aussieht. Ha, sieht ein bisschen dann aus, aber... Ja, so ein bisschen ist noch nicht ganz ausgereift. Ja. So ein bisschen sieht man das. Sieht zwar nicht schlecht aus. Falls jemand sich wundert, wo die Cam ist, ich habe die wieder rausgezogen und ja, irgendwie muss ich den Computer dann neu starten. Plane wollen wir mal wieder schließen. Ja, und wie gesagt, die Cam habe ich jetzt vergessen reinzustecken. Da habe ich gesagt, oh, steckst du mal wieder rein. Ja, scheiß drauf. Oder scheiß was. Wie auch immer man das nennt. Hat Nivia wieder gesagt. Du hast sie rausgezogen. Ja, dann leb halt damit. Und so. Hubble de Bubble de Bubble. Ah, ist ja uneben hier. Fahren aber auch nicht zu schnell. Wo ich gedacht habe eben, dass wir viel schneller fahren, aber es war nicht so. Oh! Ist aber glatt. Das ist aber glatt. Das muss ich mal sagen. So, wieder raus und wieder gucken. Aber die kommen wir ja auch wieder raus. Der eine oder andere, der weiß das, dass das hier gar nicht mal so einfach ist, hier rauszukommen. Ja, das war schon mal ein Satz mit X, das war wohl nix. So, wir fahren hier nochmal ran. Wie ist das höher geworden hier, oder? Ich hatte die Zeit mal vorgespult und dann, wo ich aufgehört habe, war irgendwie ein bisschen Schneesturm hier. Und da. Ja, es hat mir geschneit. Oh, sollten das Licht mal ausmachen? Können wir das hier mal ein bisschen schieben oder so? Jetzt kann man das bestimmt gut schieben, aber jetzt. Ja. Jetzt. Jetzt ist es natürlich nicht so, wie es sein sollte. Und ich habe wieder vergessen, wo wir es gucken. Naja. Machen wir auch Fußabdrücke eigentlich hier? Nö. Okay. Ich dachte. Oh, die sind richtig eingeschneit. Hehe. Das ist gut. Das finde ich gut. Ja, okay. Das kennen wir schon, das Problem hier. So. Haben wir das. Den Schnee können wir hier mal rausnehmen. Oh, haben wir schon. Haben wir schon beim Rückwärtsfahren. Ja, ich wollte vorwärts fahren. Okay, das wird ewig dauern, würde ich mal sagen. Dann lassen wir das einfach mal. Aber wenn wir das mit so ein bisschen schon. Aber was geil ist. Glatt. Ist das wirklich richtig glatt, Alter? Und wir fahren mal ein bisschen Gas hier. Boah. Ich glaube, es ist ein wenig glatt hier. Juhu. Ja gut. Oh. Aber eigentlich, auch wenn er einen Frontlader dran hat, eigentlich läuft es ziemlich gut hier. Und durchdrehende Reifen.
Oh, hui. Oh, das war verkehrte Knopf. Das war... Ja, können wir wieder runter hier? Danke. Dann wir wieder runter. Huhu. Oh. Okay. Ich hab's verstanden. Hulalalala. Oh, Junge. Okay, deshalb sind wir auch eben wahrscheinlich so weggerutscht. Das war vorher gar nicht so aufgefallen mit den anderen. Okay, wir wollen ein bisschen Schweine verkaufen, weil, wie gesagt, wir brauchen Geld. Wow. Entschuldigung. Ich hoffe, wir haben einfach so rüber, ne? So. Upsala. Okay. Was war das denn? Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren, weil wir wissen ja, dass es glatt ist. Oh, wieder rutscht der. Öffnen. Hier abladen. Stand doch da, ne? Ja. Wir wollen zwar laden, aber das ist ja nicht so schlimm. Wie viel? Nein, wir wollen Schweine haben. 18 Stück und wir kriegen 8 drauf, okay. So. Das war die verkehrte Knopf. Das war die verkehrte Knopf. So, ja. Das machen wir aber zu hier. Oh, aua. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie sieht eigentlich diese Straße hier aus? Okay. Hui. Bin ich jetzt wirklich gerutscht, oder? Nee, glaub nicht, oder? Nee, schade, das wäre es ja noch. Wenn man so rennt und dann anhält, dass man dann so rutscht. Okay. Und... Ja, ist ein bisschen unrealistisch, aber lass mich doch mal in den Spaß, Mensch. Grunz, grunz. So, und durch die Rinne reifen. Okay. Spaß vorbei. Oh, yeah. So, da kommt. Kommt da was? Nein, da kommt nichts. Nee. Oh. Aber man sieht schon Fahrspuren. Bloß nicht so richtig. Groß und schwere und so. Schwere Tiefe. Oh, man sieht welche. Na, ich will mal gucken, wie lang der Bremsweg jetzt ist. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut gemacht, dass wirklich der Bremsweg auch länger ist. Ich weiß, das sollte man nicht machen, wenn man Tiere hinten drauf hat, aber ne, wie gesagt. Es soll ein bisschen Spaß auch dabei sein. Okay, da geht es nicht. Ich war leider nicht. Nee, genau. Ich war noch nicht weit genug drauf. Aber naja. Ich hoffe, dass das reicht an Geld. Oh mein Gott. Dung, 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 dung. Einmal das Blatt gefalzt hier. Gefalzt. Ah ja. Opala. Sagte er, man sollte vorsichtig fahren und macht dann eine Vollbremse. Bup, 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 bup. Einmal hier so rüber. Einfach quer oben rüber, wollte ich schon sagen. Wow. So, wo willst du denn hin? Da rechts rum. Okay, ich fahr gerade aus. Tschüss. Die nächste Folge wird wahrscheinlich auch mit ohne Cam.
Mit ohne Kern. Also ohne Kern. Weil ich will jetzt nicht den Computer neu starten. Vielleicht habe ich es auch hingekriegt. Weiß ich noch nicht, wie sich, ne, Nvidia Shadowplay da zu sich vielleicht äußern möchte oder so. So, gucken wir mal. Warten wir hier auf, bitte. Danke. Oh. Bisschen vorsichtig fahren. Bisschen vorsichtig fahren. Oh. Hatte ich schon erwähnt, dass wir jetzt einen längeren Bremsweg haben. Man hat's gemerkt. Ich habe eigentlich so gebremst wie sonst auch. So aus Gewohnheit, ne? Naja. So, kriegen wir die Schweinchen da auch noch rein. Okay, das war ein... ja. Ich wollte eigentlich wieder den Satz bringen mit X. Ein Satz mit X bringen. Das war wohl nix. Fickhofe. Jetzt kriegen wir nur noch 3000. Wie viel hat denn ein Schwein gekostet? Okay. Haben wir nicht letztes Mal mehr gekriegt? Naja, okay, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!